Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Coinflip. Und wir sind drauf und dran, Rang 14 für uns einzunehmen. Und dazu müssen wir jetzt nur hier mal wieder ein kleines, leckeres Siegelein hinlegen. Ich würde sagen, ich mache es wie mit dem Hunter. Ich mache 4 Folgen. Das ist jetzt, glaube ich, die dritte. Nehme ich mal an, die dritte. Ja, ich glaube, es ist die dritte. Oder ist es schon die vierte? Ich muss es mal nachschauen. Mit meinem Schamane. Oh, Rixa, das ist nicht gut gegen ich spiele nicht gerne gegen Hunter. Mit dem Deck. Überhaupt mit Schamane. Schamane gegen Hunter ist nie so wirklich gut, finde ich. Ah, aber das sind schöne Anfangskarten, muss man ganz ehrlich sagen. Turn 2, Turn 3. Turn 1, Turn 2, Turn 3. Ja, das ist schon nicht schlecht. Ja, sind wir mal freundlich und grüßen zurück. Wir sind ja, was ich gehört, für so einen alten Schamane. Komm mal, Hunter, ich rush dich tot. Mit meiner Spinne. Wissen, wär's mir, wenn du sie aufknackst. Ich werde sie dir alle zeigen. Okay, nee, das geht leider so nicht. So, dann sind wir mal gespannt, was das für ein leckeres kleines Geheimnis ist. Das Beste wäre natürlich Eisfalle. Da würde ich mich sehr freuen. Bitte keine Waffe, bitte keine Waffe, bitte keine. Kämpf an meiner Seite. Bitte keinen Rush, bitte keinen Rush, bitte keinen Rush. Er hat einen Rind. Ach, Kacke. Ja, sehr geil, Eiskälte. Den auch mit dem Lightning clearen. Aber ich lasse das lieber. Ich frage mich. So. Kein Overload. Turn 4 kann ich meine geile spektrale Spinne spielen. Und einen Blitzschlag. Der Blitzschlag war auch hier oben. Ich spiele aber die Wölfe und den Blitzschlag. Auf jeden Fall. Subdi, da geht er weg. Der hässliche Totengräber. Totemgräber. Ich habe ihn unter meinem Totem begraben. Unter meinem Flametank-Totem. So, im nächsten Zug haben wir genau zweimal nach vorne. Was spielt ihr denn da für leckere Sachen? Der Effekt wird doppelt ausgelöst, heißt das, ne? Das ist blöd, dann möchte ich... Scheiße, die Spinne wird er jetzt auslösen. Das heißt, wir haben da 4 Spinnen. Nein, er löst sich nicht aus. Was? Er löst sich nicht aus? Das ist für ein Mongo. Sorry. Effekte eurer Diener werden zweimal ausgelöst, ja. Na gut, dann machen wir einfach weg, hätte ich gesagt. Das ist jetzt ganz traurig für ihn. Aber ganz lustig für mich. So, der Kollege ist im Eimer. Jetzt hat er nur noch seine hässliche Spinne. Und ich habe 6 Mana im nächsten Zug, die ich voll auskosten kann und auskosten werde. Ja, okay. Ah! Ich lass die Hunde los. Okay, okay, er lässt die Hunde los, sagt er. Der alte Stinker. Komm schon, einer rollt high. Wenigstens einer rollt high. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich könnte auch erst noch das Totem ziehen. Schade. Einer, komm schon. Komm schon, komm schon. Einer, drei, einer, drei, einer, drei, einer, drei. Jawohl. Sehr gut. Was heißt entschuldigt bitte? Ich freue mich voll. Ah, dass beide getötet werden, hätte ich da. Also, das wäre eh ein Traum gewesen. Der, also. Niemals. Wie macht man das denn am schlausten? Hm?
gerade mal überlegen. Das Blöde ist, wenn er die Doggies hat, habe ich ein bisschen ein Problem. Ich kann leider nicht den Hammer spielen und den Rockbiter. Was soll ich das machen? Das sind dann 6 Schaden, das heißt, ich mache einen Überschaden, das mache ich sehr ungern. Ich frage mich, ob. Ich glaube, es geht nicht anders. Das Flame-Tank-Totem lebt echt unwahrscheinlich lange. Das ist ein bisschen fies für ihn, aber gut für mich. Fernlesen, er sucht die Doggies, hundertprozentig. Würde ich auch machen. Ach, vielleicht spielt er auch Explosive Shot. Das weiß man ja nicht. Explosive Shot wäre echt traurig. Ich frage mich, ob. Geh bitte rein, dann wird mein Flimmering Totem überleben und der andere Wolf mit jeweils einem. Könnte genau clearen. Das ist wieder ein bisschen blöd. Wäre nicht ideal, sag ich mal so. Fass. Ah, jetzt macht das Totem. Bring dir bloß seinen blöden Hyänen nichts. Das ist ein bisschen ein Problem. Haut er auch noch zu oder lässt er das? Das lässt er. Voll gut. Genüsslich meinen Hammer auspacken und die zwei Hyänen wegbumsen. Elemente, zeig mir den Weg. Die Spinne ist mir erstmal egal. So, 9 Mana im nächsten Zug. Ich werde es Ihnen zeigen. Mal überlegen. Ich werde es Ihnen alle zeigen. Was ich da spiele. Okay, mehr hat er nicht. Er hat keine Handkarte mehr. Das ist schon mal sehr gut. Er hat keine Doggies auf der Hand. Heißt das für mich auf gut Deutsch? Deutsch. In gutes Deutsch. Sollte ich wahrscheinlich zuerst mal den hier klären und dann gucken, ob es eine Sprengfalle ist. Mit meinem Hero. Und wenn es keine Sprengfalle ist, dann ist es eine Snake Trap. Das wäre gerade ganz blöd, eine Snake Trap. Ja. Elemente, zeigt mir den Weg. Wenn es Sprengfall ist, dann überlebt. So. Elemente, zeigt mir den Weg. Danke. Okay, es ist eine Eiskältefalle oder eine Snake Trap. Meine Wölfe will ich auf jeden Fall behalten, ja. Ein Bogen saß im Tiefengras. Cool, dann probieren wir das jetzt einfach mal mit dem 1-1-Säckchen. Dafür ein bisschen Unruhe zu sorgen. Gucken mal, was passiert. Er hat den scheiß Bogen jetzt gezogen. Er hat den Bogen gezogen. Eiskalte Falle. Ja, ich krieg sie schon wieder auf die Hand. Meine kleine Spinne. Meine kleine Spinne. Achso, ich dachte, sie müsste jetzt 5 kosten, aber gut. Ich bin zufrieden damit. Tanktotem! Elemente, zeigt mir den Weg. Elemente, zeigt mir den Weg. Er kann 5 Schaden in der nächsten Runde machen. Ich kann ihm 19 Schaden machen. 11 Schaden, 12 Schaden, 13 Schaden, 14 Schaden. Rockbiter wäre geil. Windfury wäre mega geil. Ich glaube nicht, dass er mich umbringen kann. Er hat ein Fass auf der Hand. So wie er gerade gezielt hat, hat er ein Fass auf der Hand. Er macht ein Fass auf, der alte Sack. So, wie mache ich das denn jetzt am blödesten? Ich schau, ob ich Windfury krieg. Windfury! Oh, scheiße. Wenn er Stockies kriegt, bin ich tot. Ach, er hat's eh gewonnen. Elemente, zeigt mir den Weg.
Er hat Fass auf der Hand. Wäre der Bogen nicht gekommen. Oh Mann, ich. Entschuldigt bitte. Ich weiß, was du hast, du Wichser. Oh, so eine Missgeburt. So. Das ist echt die Mega-Überraschung, dass er Fass hat. Dass er vorhin schon auf mich gezielt hat, also. Nein! Ach, ich weiß nicht. Also der Hunter hat sich irgendwie besser bewährt, finde ich. Ey, Kohle, Kohle, Kohle! Das ist doch schön. Ich mag Geld. Oh, ich mag Geld. So. Auf in ein neues Abenteuer. Zwei stehen noch aus. In diesem, also heute. An diesem schönen Tag. Na wohl, schön. Es nebelt hier draußen ziemlich. Und es ist stark bewölkt. Also schön ist es nicht. Ey, aber ich habe 170 Kohle. Ich kann mit der Arena spielen. Das mache ich demnächst mal. Hervorragend. Ich spiele echt unwahrscheinlich gern Arena. Neulich hatte ich echt einen geilen gegen einen Magier gespielt. Der hatte 4-mal Flamestrike. Und ich glaube 3-mal die Frostnova. Das ist einfach geil. Und dann noch 2-mal Pyros. Oh, mega. Eure Zeit ist gekommen. Aber ich habe bloß noch gelacht zum Schluss. Stopp mal, das ist ein. Wahrscheinlich ein Zulog. Jetschak ist ganz nützlich gegen die. Gewittersturm ist sowieso nützlich. Ich hätte gerne den Coin, Mann. Anbau und Elemental soll ich behalten. Ich behalte es. Das ist immerhin Zug 3 Minion. Nachher kriege ich dann ein Feuerelementar für. Das ist auch scheiße. Hey, Hex, das ist gut. Aber es ist schwierig, gegen sowas zu gewinnen. Das Licht beschützt mich. Das Licht beschützt dich, aber nicht mehr lange, mein Lieb, meine Liebe. Da habe ich doch eine gute Antwort auf das Licht beschützt. Das Licht beschützt mich. Und zwar das Erdlicht. Ich hätte auch den Anbauen spielen können, aber ich habe Angst, dass er dagegen traden kann. Also, dass es öffnen kann. Am Anbauen. Ja! Alter! Alter, wie bist du denn drauf? Mann! So ein komischer Kauz! Okay, jetzt darf er es öffnen. Im nächsten Zug darf er es öffnen. Ich kann einen hexen. For Doomhammer! Oder so ähnlich. Ja, und jetzt? Mann, wenn ich jetzt nochmal einen Erdschock hätte, das wäre eine Freude. Ja, komm, hau mir ins Gesicht. Sehr gut! Im nächsten Zug habe ich dann noch wie viel Mana? Ich habe dann noch 4 Mana im nächsten Zug. So, was von Meier öffnen. Du alte Torfmütze. Nee, den behalte ich mal. Ist auch gut, wenn man so einen Hexer ein bisschen unter Schaden setzt, dann kann er nicht so oft tappen. Das ist auch nicht schlecht. Aber er hat eh unwahrscheinlich viele Karten, muss man auch mal sagen. Ja. Ich meine, er hat noch 6 Handkarten. Soll eine Waffe oh ja. Sein? Genau. Genau. Alter. Toll! Erdschock! Toll! Eine Runde zu spät, alter Wichser. Ja, ich glaube, so spiele ich's.
Das Blöde ist, ich habe 7 Mana am nächsten Zug. Ich bräuchte 8. Also ich habe eben keine 7. Ich habe nur 5 Mana am nächsten Zug und ich bräuchte 6 Mana. Damit ich das... Aber ich kann... Ja, ich spiele es auf jeden Fall so. Das Gute ist, dass ich eben im nächsten Zug den Gewittersturm spielen kann. Also wenn er nicht mit beiden draufhaut. Was auch nicht machen. Du Arschloch. Okay, gut, dann muss ich wohl trotzdem Gewittersturm spielen. Schieben wir vorher noch das Totem zur Sicherheit. Fuck Totem! Hey, auf einen habe ich sogar 3 gerollt. Geil. Nächsten Zug habe ich 6 Mana. Da kann ich vielleicht meinen Anbau und meine Wildgeister spielen. Alter. Nein, ich spiele Anbau und Wildgeister. Und nehme sein Schild runter. Und hauen zweimal ins Gesicht. Einfach nur, weil es Spaß macht. Zeigt mir den so, 14. Auch schön. 6 Schaden habe ich in der Hand. 7, 8, 9, 10. 10 Schaden, wenn ich es richtig rechne. Aber er wird wahrscheinlich doch mal Hellfeuer auf der Hand haben. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Es tut Not, dass der Sonnenbrunnen geläutert wird. Argus, komm schon. Du bist mir hart und sputzig. Setz einen Argus zwischen rein. Er muss um seine eigenen HP bangen. Das ist das Schöne dran. Deswegen habe ich ihn nochmal gehauen. Das ist traurig. Reicht aber trotzdem noch für ein bisschen was. Ich habe 4 Schaden, 5 Schaden, 6 Schaden, 7 Schaden, 8 Schaden, 9 Schaden, 10 Schaden, 11 Schaden, 12 Schaden, 13 Schaden. Das gibt's doch nicht. Nein! Das gibt's doch einfach nicht. Ich frage mich, ob... Ja. Elemente, zeig mir den Weg. Elemente, zeig mir den Weg. Doch wohl einen Argus auf den, doch einen Defender auf der Hand haben. Defender von Argus. Defender auf Argus oder Defender? Das soll eine Waffe sein! Oh, das gibt's doch gar nicht! Alter, und er hat sogar beide auf der Hand. Ja, Mordok ist nicht schön. Also ohne den Lore-Tipp hätte ich gewonnen. Ich hätte ihn genau weggemacht. Und dann mal einen Schaden wieder zu wenig. Das ist echt traurig. So ist das nun mal. Kann man nichts machen, also ist das nun mal. Da kann man einfach nichts machen. Muss mal schauen, was ist denn besonders gut geeignet, um so einen scheiß Lock zu schlagen. Ich glaube, Hunter war sehr gut. Obwohl, ne, so gut war das auch wieder nicht. Ist mit allen Klassen ein bisschen schwierig. Muss ich mir mal was überlegen. Thrall gegen Anduin. Das Licht wird den Sieg bringen. Eure Zeit ist gekommen. Eure Zeit ist gekommen. Winston geht weg. Den Elementar behalte ich mal gegen den Priester. Den Erfinder auch. Den Erdschock. Tja, ist eine gute Frage. Behalte ich auch mal. Kann ganz sinnvoll sein. Die Spinne ist schön. Und zwar kann der ganz sinnvoll sein, wenn er so eine hässliche Priesterin jetzt legt. Bitte leg keine Priesterin, bitte leg keine Priesterin, bitte leg keine Priesterin, bitte leg keine Priesterin, bitte leg keine Priesterin oder Klerikerin, bitte leg keine Priesterin. Ist jemand verletzt? Das wäre ja auch zu schön gewesen, wenn er keine gelegt hätte. Dann müssen wir sie wohl eher schon. Gute Dame. Du ziehst mir keine Karten, du alter Schlüngel. So. Wäre die Sorge auch schon mal aus der Welt. Ja,
klar, kannst du immer noch was heilen, das ist auch schön, aber sie zieht schon mal keine Karten, das ist doch fein. Spinkchen, geh deinen Weg! Die Verdammten stehen bereit. Die Verdammten sind verdammt bereit. Stärkere Klerikerin, aber sie ist immerhin schon gesilenced, das ist das Schöne dran. Und ich hoffe mal nicht, dass er das... Der Ukla, der gute Herr Ukla nicht spielt, Leben gleich Schaden. Die Karte wäre jetzt ganz blöd. Och, nee. Nee, das ist keine. Das ist irgendein Minion. Wow, das mein ist... neues Rezept wird euch gefallen. Oh, es gefällt mir, dein neues Rezept. Und heilige Pein. Den Bogenlichtschraubenschlüssel. So. Meine Spinne hat ihn für eins gebissen. Das sieht nicht so gut aus, dieses Match. Wie das letzte gegen den Priester. Das sah ja deutlich besser aus. Ach, Priester. Priester. Das soll eine Waffe sein? Nein, das kann keine Waffe sein. So. Der alte Alchemist ist weg. Das ist doch schon mal schön. Und ich habe einen 4-4er gelegt. Auch das ist schön. Da er dem 4-4er nicht viel machen kann. Das freut mich natürlich sehr. Ich bin mir nicht sicher, warum er Schild auf den gekauft hat. Begrüßt die Lehre. Ihr begrüßt die Lehre. Fertig. So. Lua Tepian. Ist am Start. Das sieht so ein bisschen eklig aus, finde ich, ne? Mir entgeht ja nicht und er sagt, mir ist schlecht. Das ist auch lustig. Mit einer großen Hingebung heilt er seine Tüte. Spell-Damage, ja toll. Das bringt mir jetzt mega viel. Das Ende. Ich würde das Mana-Teil tun und würde er wahrscheinlich übernehmen. Das ist das Blöde dran. Immerhin habe ich einen Gewittersturm, damit kann ich es gleich wieder töten. Immerhin übernimmt er dann die Spinne nicht, das ist doch auch schon mal was Schönes. Meine Spinne bleibt bei mir, denn ich bin ein großer Spinnenliebhaber, müsst ihr wissen. Nein, das ist natürlich falsch, ich bin kein großer Spinnenliebhaber. Alter, spielt schon eine Mana-Tuse, die mir mein schönes Tor klaut. Klau mir schon mein Tote. Spielt ein Nova. Spiel auch mal eine Methode. Hier kommt ein Spiel, deine Nova. Nö, schade. Na dann. Okay, immerhin klau das mir nicht. Das ist schon mal schön. Das ist mehr, als ich erwartet hätte. Und jetzt heilt er wieder seine Tuse.
Komm schon, heil deine Tuse. Heil deine Tuse. Heil deine Tuse. Heil deine Tuse. Da macht der Gewittersturm endlich mal Ziegen gegen den Pfeil. Schnell entscheiden. Ja, ein Ziegen. Ich ziehe erstmal ein Kärtchen. Hätte ich gesagt. Ich will den Bogenlichtschraubenschlüssel. Nochmal ein Blitzschlag. Na dann. Ogo, ogo. Feuer frei. Können wir sie sogar aus dem Spiel nehmen? Ah, Tuse Ade. Scheiden tut weh. So. Er kann mir jetzt zwar schön hier eine Nova reinsetzen. Das macht aber nicht so wahnsinnig viel Sinn. Ja, das ist so ein typisches Priesterspiel, ne? Irgendwie, wir haben uns gegenseitig noch quasi gar keinen Schaden gemacht. Die Verdammten stehen da. Hier langweilt sich nur. Okay. Na, das trifft sich doch, dass ich zweimal Lightning auf der Hand habe, nicht? Totem! Totem! Und mein gnomischer Finder wird mit seinem Schraubenschlüssel um sich schlagen. Dich niederknüppeln, du hässlicher Priester. Ein Hex habe ich für so einen blöden angeschlagenen Berserker-Typen. Ja, da kommt die Nova. Eine Frage der Zeit, bis die Nova kommt. Aber er hat wohl immer noch keinen angeschlagenen Berserker, oder wie diese Typen gleich reisen. Ich vergesse mir den Namen. Diese, ach, diese Torfköpfe, die sie ihm gegenseitig da selber wegbumsen. Totem. Heiltotem, jawoll. Mein Erfinder überlebt. Ja, der wird schon noch einen Tod am Start haben. Oder ein Mind Control. Ja, Mind Control. Ist er gar nicht. Nee, heiliges Feuer. Ein, viele Dank. Ich muss ihm Danke sagen von meinem kleinen gnomischen Erfinderzwerg. Das soll eine Waffel sein. Mit meinem Heiltotem wirst du wegbucken, böser Frosch. Hey, gib mir eine Minute. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Oh, Silvanas hat keine Zeit für Spielchen. Ich hoffe, ich kriege einen Heiltotem. Habe ich nämlich auch keine Zeit mehr für Spielchen. Nochmal Witzorn. Ich kann zweimal Witzorn machen, dann kann ich viermal zuschlagen. Tanktotem for the win. Hey, gib mir eine Minute. Hey, ich geb dir eine Minute. Fertig. Was macht er? Nova. Nova wäre natürlich. Ja, Nova doof, aber wäre auch nicht so wahnsinnig schlimm, mein. Er übernimmt meinen Tanktotem. Nein, er sei jetzt mein Tanktotem. Na gut, was tue ich denn, wenn er mein Tanktotem sein muss? Er macht eine Nova. Okay. Und er heilt seine Silvanas. Die alte Silvi wird hochgeheilt. Tanktotem! Wenn ich den lege, macht er den kaputt. Wird auf 1 runterfallen, heilt sich hoch auf 3. Macht nicht so wahnsinnig viel Sinn. Aus, ich kriege Erdschock. Erdschock, Erdschock, Erdschock! Hm. Hey, gib mir eine Minute! Hey, ich geb dir eine Minute. Warum habe ich noch nur 9 Karten und er hat noch 11? Verstehe ich nicht. Priester, achso, der hat noch. Achso, ich habe ja seine olle Kleriker-Oma gesilenced. Das war ganz gut. Ein Erdschock. Ich habe einen Erdschock, habe ich glaube ich noch. Oder täusche ich mich? Ich glaube, einen habe ich noch. Ich glaube, ich habe mich ab. Ich habe auf jeden Fall noch einen Frosch. Da bin ich mir ganz sicher, dass ich noch einen Frosch habe.
Ja, einen Frosch muss ich auf jeden Fall noch haben. Er heilt sie wieder. Die olle Mutti. Mutti, Mutti. Flametang habe ich auch noch, ne? Ich glaube, ich habe auch noch Flametang. Einen Feuerelement habe ich noch. Flametang habe ich noch. Ich glaube, das einzige, was noch Schaden macht, ist das Feuerelementar, was ich habe. Ja, ich glaube schon. Mein Doomhammer habe ich noch, ja. Ich bin am Zug. Rockbiter Weapon. Rokus Biterus. Soll ich spekulieren? Also Spekulatius. Ist ein bisschen riskant, was ich hier mache. Aber zu Hause nicht nachmachen, Kinder. Ich hab wieder 3 HP. Yippie, 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 yay. Komm schon, Feuerelementar, haus mir ins Gesicht. Wenn er jetzt ein Feuerelementar gezogen hat, dann kann ich ja nicht direkt aufgeben. Wieder Sturm. Und er ist sehr rolled high auf meinen Drake. Alter, mach schon, ich bewerf dich hier doch. Ja, er hat echt einen Gewittersturm. Oh, wehe, wenn er die drei. Haha. Haha, ha. So wäre es mir nämlich auch gegangen. Haha. Ha. Komm schon, halt, Totem! Ich brauch dich so dringend wie nie! Oh. Hau mal ihm mal 12 ins Gesicht, dass er weiß, an wem man was er hier dran ist, ne? Dass er das mal lernt, der alte Hundesohn! Okay. Also, es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie er mich wegmachen kann. Eine Nova zum Beispiel. Er hat noch eine und er hat nur noch 9 Karten im Stapel. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er die auf der Hand hält. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Also wenn es eine Nova ist, dann würde ich es mir nicht gründlich überlegen, sondern sie einfach spielen. Was kann er noch? Schattenwort Tod. Auf meinen Drake. Auch das wäre eine Möglichkeit. Ja, das hat er wohl auch. Schattenwort Tod. Er hat einen Schattenwort Tod. Er hat einen Drake, den hat er wahrscheinlich von mir gezogen. An der Stelle, wo er gerade den rausgeholt hat. Er frockt ihn. Immerhin bleibt er am Leben. Wenn auch nur als süßer kleiner Frosch. Ich muss mal überlegen. So, das sind dann 4. 6. 6, 8. Und wenn ich dann noch Windfury drauf zauber, dann müsste es doch eigentlich reichen, oder? Ach so, scheiße, das war natürlich jetzt ein Fail. Failureism is high with me. Aber es hätte auch sonst nicht gereicht. Weil die zwei ja wegfallen. Ist klar. Ich hätte höchstens 6 Schaden machen können mit dem statt 2. Also, dann wäre er jetzt auf 2 runtergefallen, aber das Tod hätte ich ihn nicht gekriegt. Das war natürlich falsch überlegt. Das ist ja die Flametank-Totemic-Warfare. Was auch immer. Er hat bestimmt die Kombination mit der Ollen. Er hat ja, glaube ich, nur einmal... Hat er einmal? Ja, einmal hat er sie, glaube ich, gespielt. Die heilige Nova, oder wie ist das heilige Heilteil da? Einmal hat er es gespielt, da bin ich mir sicher. Lass mich eure Meinung ändern. Ich lasse dir mich meine Meinung ändern. Denn ich bin ein großer Meinungsänderer. Was noch? Was noch? Das hat immerhin 6 Mana gekostet, das ist ganz gut. Er heilt sich wahrscheinlich noch. Ich habe noch 6 Karten, weil wenn da mein Hämmerchen kommt, dann ist es ganz schön. Wenn mein Hämmerchen nicht kommt, dann ist es ganz blöd. Dunkler Wahnsinn. Damit haut er in mein Gesicht, oder? Ah ja. Das war der Megazug. Muss man mal ganz ehrlich so sagen. Okay, das sieht sehr gut aus.
Rockfighter auf das Spell-Damage-Totem. Gut gespielt. Und da ist er kaputt. Der alte Priester. Sehr gut. Ich glaube, ein Spielchen haben wir noch, ne? Wenn ich es richtig gezählt habe. Eins hatten wir, das haben wir verloren, dann haben wir das hier gemacht. Das war wieder wunderbar. Und jetzt kommt noch ein Spielchen, ein letztes schönes Spielchen. Und da wollen wir zumindest mal wieder ein Sternchen dazu bekommen. Und dafür ist in der nächsten Runde dann wirklich Level 5, Rang 15 zu erreichen. Rang 14, Rang 15, sind wir ja schon lang. Ja? Schon lang. Oh, Mirror Match. Gegen Comet. Zeit ist oder Corell? Oder die Elemente werden euch vernichten. Core One? Keine Ahnung, bin ich ganz sicher. Gegen Schamane. Was kann denn der Schamane alles Blödes am Anfang spielen? Nicht so wahnsinnig viel am Anfang. Das Flametank-Totem, dafür behalte ich mal den Blitzschlag. Das Hex tue ich mal weg. Und Mana-Tide behalte ich mal, weil ich nur drei Karten habe am Anfang. Da ist Mana-Tide ganz gut. Wenn man den Coin hat, kann man Mana-Tide auch wegwerfen. Gut, Rockbiter-Weapon ist jetzt nicht so ideal. Oh, und da kommt der Hex wieder. Na toll. Tja, das sieht ganz schlecht aus. Dafür bewerfe ich ihn mal mit ein paar Steinen. Ja, Spinne! Du bist ein guter alter Freund. Ich brauche dich immer am Anfang. Merk dir das einfach mal. Sei immer am Anfang gleich auf meiner Hand. Spell Damage Hex. Spell Damage, was schon? Nein, kein Spell Damage. Sehr gut. Mana-Tide! Oh, nochmal Hex. Soll ich mir zweimal Hex am Anfang? Brauche ich doch für seine zwei Feuerelementare. Boah, wehe. Wehe dir! Zwei Shot. Ja, Mann! Es tut mir leid, was das geschehen ist. Mein Beileid, ja. Oh, den Coin. Hat er gerade den Coin einfach nur rausgehauen? Das ist ja geil. Ich benutze dann mal mein Coin. Profi. Totem. Heil Totem, Heil Totem, Heil Totem. Oh Mann, oh. Das brauche ich doch definitiv nicht. Nächsten Zug hat aber nur wenig Mana. Nur zwei Mana, wenn ich es richtig weiß. Gewittersturm. Das ist mein Gewittersturm, der hier wütet über dir, du hässliche Schamane Core 1. Earthshock. Die ist Earthshocking my arm Flame Tank Totem. Arschloch. Heil Totem. Oh Mann. Wenigstens ziehe ich nochmal eine Karte, das ist auch ganz schön. Ich hätte auch meinen Erfinder legen können. Ich hätte es gerade so auf. Wäre vielleicht schlauer gewesen. Aber ich kann immerhin drei Schaden pro Runde machen. Und ich ziehe eine Karte, das ist echt gut. Und ich habe kein Overload und kein Feuerelementar spielen im nächsten Zug. Das ist auch sehr gut. Er hat wahrscheinlich. Na, okay. Das ist gut. Mysteriöse Eier. Das hat er schick reingelegt, ne? Zwischenrein. Das ist schön. Muss man sagen, hat er schön gemacht. So, und nochmal eine Karte von meinem schönen kleinen Totem. Jetzt sind wir bei 9, dann haben wir 10. Flametang wäre wieder geil gewesen, aber... Das heißt, ich muss mindestens zwei Karten spielen im nächsten Zug, wenn er es immer noch nie wegmacht. Und ja, sieht so aus, als würde er es noch eine Weile liegen lassen. Also, es kommt mir langsam so vor. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, er hat jetzt Overload in Turn 6. Das ist natürlich auch ganz blöd für ihn. Er beschwört ein Totem. Ein Heiltotem! Das suche ich schon eine Weile. Okay. War jetzt nicht so der speziellste Move, den man so machen kann. Ich habe leider keinen Erdschock, das ist ein bisschen traurig. Spell Damage Totem? Komm schon! Jetzt kommt das Heiltotem, na toll.
lege auf jeden Fall meine Spinne. Ja, und meinen Unbound lege ich, glaube ich, auf. Nein, kein Unbound. Machen wir ein bisschen Aggro hier. Rampage Mode. Fail Damage Shoot him und ich hätte gewinnen können, Mann. Das ist echt fies. Beim Lightning hätte ich einfach weggelightninged. Aber ne, es sieht schon sehr gut aus, muss ich sagen. Ja, Hex mich halt, ist ja auch egal. Mein Mana-Tai-Totem lebt halt immer noch, das ist einfach zu geil. Und das Geile ist, es lebt noch weiter, weil er so rumgespielt hat. Jupp, das war's, mein Freund. Mein lieber Freund und Puppe-Gege, das ist doch ein schönes Spiel zum Schluss. Kabum! Und da geht er in die Luft. Sehr gut. Und ich würde sagen, das war's schon wieder für heute und ich verabschiede mich mit einer weiteren Folge von Coinflip. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und dann werden wir wirklich Rang 14. Ich versuch's euch zu versprechen. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Hearthstone. Heroes of Warcraft.